zusammen, das heutige Video ist ein Kooperationsvideo zum Thema die vier Elemente und ich möchte mit euch zusammen heute ein Armband herstellen. Hierfür benötigen wir eine Gliederkette, einen Karabinerverschluss, dann benötigen wir noch einen Biegerring, dieser ist jedoch optional, also ihr benötigt ihn nicht zwangsläufig. Zudem benötigen wir noch einige Nietstifte, 9 Stück insgesamt an der Zahl. Dann benötigen wir noch einige Perlen. Und zwar habe ich mich hier jeweils für 2 runde Perlen und eine außergewöhnliche Perle entschieden. Und zwar einmal in hellblau für das Element Luft. Dann einmal in rot für das Element Feuer. Dann einmal in braun für das Element Erde. Und einmal in dunkelblau für das Element Wasser. Zudem wollen wir noch einige Zwischenstücke hineinarbeiten und dafür habe ich mich entschieden, weiße Perlen zu verwenden und davon werden 5 Stück benötigt. Zudem benötigen wir noch einige Werkzeuge. Wenn du kein Schmuckwerkzeug hast, schau einfach mal in dem Werkzeugkasten, den du sicher zu Hause hast, nach, ob dort ein Seitenschneider, eine Flachzange oder vielleicht auch sogar eine Rundzange vorhanden sind. Das ist alles, was wir zur Herstellung des Armbandes benötigen und nun wollen wir auch loslegen. Zuallererst wollen wir den Verschluss am Armband anbringen. Hierfür kann man entweder einen Biegerring verwenden oder diesen direkt am Armband anbringen. Und zwar werde ich das so machen, dass ich ihn direkt am Armband anbringe und dir diese Version zeigen. Wir nehmen uns nun den letzten Ring und suchen dort einmal die Öffnung und öffnen diese dann mittels der Flachzange einmal so weit, dass der Karabinerverschluss draufgeschoben werden kann. Dann schieben wir den Karabinerverschluss auf das geöffnete Element und verschließen dieses dann mit der Flachzange wieder so fest, dass kein Spalt entsteht, weil du sonst das Armband verlieren könntest. Dadurch, dass wir eine Gliederkette genommen haben, können wir den Verschluss dann einfach in die Kette einhaken. Nun kannst du noch einmal schauen, ob die Länge auch passend ist. Wenn noch ein bisschen übersteht, ist das kein Problem. Jedoch sollte das nicht zu viel sein und an diesem Punkt kannst du jetzt noch die Länge des Armbandes ein wenig kürzen. Am besten legst du es dir einfach einmal um den Arm und schaust, ob die Länge nun so passt. Und ansonsten kannst du noch einen Seitenschneider zur Hand nehmen und die Länge etwas einstellen. Jetzt wollen wir damit beginnen, die Perlen an dem Armband zu platzieren und damit beginnen wir mit einem Zwischenelement, also mit so einer weißen Perle. Zunächst benötigen wir einen Nietstift und eine weiße Perle und den Nietstift schieben wir einmal durch das Loch der Perle hindurch. Nun müssen wir uns entscheiden, wo am Armband die Perle platziert werden soll. Ich entscheide mich hier für das vierte Loch rechts vom Karabinerverschluss. Dieses kannst du jedoch machen, wie du möchtest. Und dann wird einfach der Nietstift durch das Loch hindurch geschoben. Der Nietstift wird nun ein wenig gekürzt. Und zwar nehmen wir hierfür den Seitenschneider zur Hand und kürzen es ein wenig, jedoch nicht zu viel, denn wir wollen aus dem überstehenden Rest noch eine Öse formen. Zum Formen der Öse benötigen wir eine Rundzange und zwar setzen wir diese am oberen Ende des Drahtes an und formen dann so eine Rundung. Wenn bereits eine kleine Rundung entstanden ist, schieben wir das Element der Kette einfach oben in diese Rundung hinein und verschließen dann das Ganze noch weiter mit der Rundzange, so dass eine Rundung entsteht, die dann geschlossen ist, also das kann entweder ein Kreis sein oder auch ein Oval. Um die Öse dann komplett zu verschließen, nehmen wir noch einmal die Flachzange zur Hand und drücken alles ganz fest zusammen, so dass nichts verloren geht, wenn du das Armband dann trägst. Nun haben wir auch schon die erste Perle befestigt und machen nun mit dem nächsten Element weiter und zwar werden dann dort 3 Perlen befestigt und wir fangen mit dem ersten jetzt an und dafür benötigen wir auch wieder einen Nietstift und fädeln dann dort erst einmal die Perlen auf. Nun entscheiden wir uns wieder für einen Abstand.
zu dem Zwischenelement. Und zwar entscheide ich mich wieder dazu, drei Löcher freizulassen, also den Nietstift durch das vierte Loch hindurchzuschieben. Nun muss auch hier der Nietstift wieder gekürzt werden und dafür nehmen wir auch hier den Seitenschneider zur Hand und kürzen das Ganze auch so, dass wir wieder eine Öse formen können. Die Vorgehensweise ist eigentlich genau dieselbe wie bei der ersten Perle, nur dass wir hier drei Perlen aufgefädelt haben. Auch hier muss wieder eine Öse geformt werden und dann das Element an dem Armband befestigt werden. Das machen wir dann immer so weiter, also immer so ein Zwischenelement, dann ein Dreier-Perlen-Element, dann wieder ein Zwischenelement und so weiter. Und du musst darauf achten, dass der Abstand ungefähr immer gleich ist. Ich habe, wie gesagt, einen Abstand von drei Kettengliedern gewählt. Du musst jedoch schauen, wie grob deine Kette gegliedert ist und auch wie lang dein Armband sein soll. Nun haben wir das erste Dreier-Element auch schon am Armband fixiert. Und zwar ist das das Element Luft. Ich habe mich hier dafür entschieden, die blauen Elemente jeweils abwechselnd zu gestalten, also so, dass nicht zwei blaue Elemente nebeneinander sind, da ich finde, dass das nicht so schön aussieht farblich. Das kannst du jedoch selber entscheiden, wie du möchtest. Das Prinzip ist ja immer das gleiche. Ja, und jetzt schalte ich einfach mal in den Schnelldurchlauf und du kannst mir dann noch dabei zusehen, wie ich den Rest des Armbandes gestalte.
Nun ist das Armband fertig und ich zeige dir nun noch einmal, wie es getragen am Handgelenk aussieht. Mir gefällt es wirklich sehr gut und ich habe die Elemente dort alle untergebracht. Ja, wie gesagt, das ist Teil eines Kooperationsprojektes und ich würde mich freuen, wenn ihr noch bei den anderen Kooperationspartnern vorbeischaut. Einen Überblick seht ihr am Ende dieses Videos und die Links sind auch alle in der Infobox. Nun zeige ich euch auch noch ein paar Detailfotos und wie gesagt, schaut bei den anderen YouTubern auch noch vorbei, die würden sich alle sehr, sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir auch gerne ein Abo oder einen Kommentar da. Das war mein erstes Schmuckvideo und ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dahin, tschüss.